Tag Leute, heute geht es um die Cookiebox und zwar habe ich mir dafür schon ein paar Gedanken gemacht, was ich an der neuen anders bauen möchte und was für Details die haben soll. Die größten Änderungen sind zum einen die Standheizung, die ich mir einbauen möchte. Das ist eine Planar Eurotherm Standheizung, Dieselstandheizung. Die soll im unteren Teil der Cookiebox eingebaut werden und im oberen Teil soll normal einfach das Handschuhfach sein, wie vorher auch. Dann möchte ich mir einen Sicherungskasten unten einbauen, um dann meine Verbraucher noch abzusichern. Dann möchte ich vorne mir ein Bedienfeld einbauen für die Standheizung, ein paar Zusatzschalter, 12 Volt Steckdosen und all so ein Quatsch, was man halt so braucht. Oben wird es ein bisschen höher und soll etwas besser gepolstert sein. Die echte ist ja nicht so pralle gepolstert. Und ich möchte möglichst einfach unten an die Elektrik hinterher drankommen. Das heißt, man soll eine möglichst einfache Servicemöglichkeit haben. Ich habe mir auch mal wieder so einen schönen Prototyp nach meinen Vorstellungen schon mal wieder zurechtgebaut, einfach um die Größenverhältnisse zu checken, ob das alles so zusammenpasst und wie es dann im Auto, ob ich dann noch vernünftig an den Anschnaller rankomme, ob das vorne zu lang, zu kurz, wie auch immer ist. Das hat damit schon ganz gut hingehauen, trotzdem sind da noch ein paar Änderungen eingeflossen. Das Ganze, wie es dann letztendlich aussehen soll, habe ich hier in Fusion auch schon gezeichnet. Das werden wir uns jetzt zusammen einmal kurz anschauen, dann zeige ich euch nochmal kurz, wie die ganze Box aussieht. So, jetzt sind wir hier in Fusion und hier seht ihr schon mein 3D-Modell. Wie man sieht, ist das Ganze mit Zinken ausgestattet. Das heißt, es greift alles ineinander. Ich brauche hinterher nicht zu schrauben, ich werde es einfach nur zusammenleimen. Und die Form habe ich vom Originalen übernommen. Wie ihr auch schon vorher gesehen habt, hat sich da nicht allzu viel geändert. Die Größe ist auch relativ ähnlich, ist ein kleines bisschen größer, sodass ich ein bisschen mehr Platz bekommen habe. Und jetzt sind wir hier in ESTL-CAM, um das Programm zu schreiben, um die Fräse damit zu befeuern. Hier werden die Daten wie Fräserdurchmesser, Frästiefe, Fräsbahn und solche Sachen ausgewählt. Dann wollen wir das Ganze mal zusammensetzen. Genau. Und das Ganze ist jetzt der Grundkorpus von meiner neuen Cookiebox.
So soll das Ganze hinterher aussehen. Die Anschlüsse werden natürlich nach unten durch das Bodenblech, was da drunter ist, werde ich natürlich neu fräsen und dann die Abgas- und Spritversorgung und so weiter dann von unten gestalten. Und hier nebendran will ich dann den Sicherungskasten machen, wo ich dann meine Verbraucher noch absichern kann und das Ganze vernünftig verdrahten kann. Und vorne mein Bedienpult, wo ich dann mir dann noch ein paar Schalter und so weiter anbauen will. Wenn der Boden jetzt auch irgendwie hält, haben wir uns jetzt dazu entschieden, so Aluwinkel einfach zu nehmen. Die werden hinterher dran geschraubt und dann kann der Boden da einfach draufgelegt werden. Dafür haben wir jetzt auch schon die Winkel zurechtgesägt und gebohrt. Tada! Das war's mal wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Noch als kurze Anmerkung, wer sich auch so eine Kubibox selber bauen will, der braucht jetzt nicht verzweifeln, wenn er keine CNC-Fräse hat. Man kann die Bretter natürlich auch einfach stumpf aufeinander leimen und dann schrauben oder auch mit Holzdübeln arbeiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, bis zum nächsten Mal. Nein! Nie auseinanderfallen.